Was geht euch? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen Tag, meine Freunde. Ich möchte heute mit euch ein wenig tief im Internet umhertauchen. Und zwar sind wir ja aus Deutschland schon einiges gewöhnt, unter anderem Videos wie dieses hier. Ich liebe Döner. Ja, aber es gibt tatsächlich dann Länder, die es noch schlimmer getroffen hat, beziehungsweise auf dem internationalen Raum, meine Freunde. Ist so jemand wie Tanzverbot oder auch eventuell andere Kanäle, die eventuell durch Ekel oder sonstige Dinge aufstoßen könnten, bei weitem nicht der Schlimmste. Ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche begeben, meine Freunde, und ein paar Kanäle gefunden, von denen ich bis dato einfach nicht verstanden habe, warum sie existieren, beziehungsweise welcher Mensch sich so etwas anguckt. Manche dieser Kanäle haben sogar eine beträchtliche Reichweite und machen immer noch regelmäßig Videos. Ich bin auf Sachen gestoßen, meine Freunde, die ich auf YouTube niemals hätte vermutet und auf definitiv nicht in dieses Video kommen werden. Unter anderem waren da Leute dabei, die mit ihren Füßen diverse Dinge eingetreten haben und ganz seltsame Fetische erfüllt haben, Sextoy-Reviews und sonstige Dinge, meine Freunde. Aber um diese Sachen geht es erstmal nicht, denn ich will mein Video schon gerne monetarisiert haben und ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen rausgesucht, die definitiv deutlich unterhaltsamer sind als das, was ich da gesehen habe. Ja, Leute, ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Kanal, meinem absoluten Favorite, und zwar John Toilet. John Toilet ist ein Kanal, der sich tatsächlich damit befasst, nur Toiletten zu reviewen. Und John Toilet hat eine Menge Toiletten gesehen, meine Freunde. John Toilet hat eine Menge Toiletten gesehen, wie ihr sehen könnt. John Toilet hat, glaube ich, sämtliche Toiletten auf der Welt gesehen. John Toilet ist einfach ein Kanal, der Toiletten reviewt. Das heißt, er geht hin und schaut die Toilette an und fasst sie an und das macht John Toilet. Wir können ja mal sein meistgeklicktes Video ansehen, meine Freunde, und gucken mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt. Ich bin gespannt. Hier haben wir einmal Panasonic Bay Hospitals Men's Restroom Full Shot. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Hier sehen wir John Toilet, der tatsächlich erstmal versucht, den Hersteller zu filmen. Diesen Hersteller gibt es an der Stelle nicht. Dann öffnet er die Brille. Hier steht nämlich meistens der Hersteller, so wie ich das feststellen konnte im vorherigen. Und scheinbar hat diese Toilette keinen Hersteller. Dann wird natürlich die Spülung betätigt, meine Freunde. Und das Klo im Ganzen nochmal gefilmt. Dann geht er in die nächste Kabine, schließt ab. Und da ist auch der Hersteller zu sehen, Cola. Hier eine andere Toilette mit einer anderen Spülung. Unglaublich interessant und spannend. Alles wird nochmal fein säuberlich gezeigt. Jetzt kommen wir zu den Pissoirs, glaube ich, zu den Urinalen. Und das ist dann quasi das ganze Klo, was er gezeigt hat. Ich frage mich, warum sich das 161.000 Leute angesehen haben. Und das erste Kommentar schreibt schon, why does it exist? Ja, das frage ich mich auch. Warum existiert so etwas? Hier sagt noch ein weiterer Typ, I guess there's really a YouTube channel for everything. Und genau das habe ich auch feststellen müssen, meine Freunde. Ihr wollt wirklich nicht wissen, was für dunkle und abgrundtief ekelhafte Kanäle ich in dieser Zeit gefunden habe. Ja, so wird's John Toilet. Der Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Falls ihr euch ein paar Sachen über Toiletten angucken wollt, wie gesagt, da gibt es eine Menge zu sehen. Und ich würde sagen, es geht verstörend weiter. Machen wir weiter mit Andy Wilson 92, der tatsächlich diverse Animationen hochlädt auf seinem Kanal, meine Freunde. Ich glaube, Andy Wilson hat sogar aufgehört, Content hochzuladen. Nein, er macht tatsächlich weiter. Prawn Cocktail Comfy Cooking. Er lädt tatsächlich einfach irgendeinen Scheiß hoch. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal Thaddeus Selbstmord an. Ich kann beim besten Willen nicht erklären, was darin vorgeht und welchen Hintergrund das Ganze hat. Ich lasse euch einfach mal alleine und vielleicht, wenn ihr etwas zartbeseiteter seid und etwas jünger, und sucht euch einen Erziehungsberechtigten, um dieses Video zu gucken, denn das ist wirklich, hier sehen wir einmal Bikini Bottom. I'm sad, SpongeBob. Ja, Thaddeus nimmt sich hier wohl das Leben. Hier sehen wir Thaddeus Haus in einer tollen Animation. Hier ist Patrits Haus. Patrit. Nicht Patrick, sondern Patrit, natürlich. Ja, und da geht's auch schon los und ich frage mich, warum? Warum? Wieso? 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 Aber wartet mal, bis das Voice Acting einsetzt und dann läuft's euch echt kalt den Rücken hinunter. Ja, wer kennt ihn nicht? SpongeBob Nippelkopf mit der Pfanne als Hose und diesen zwei super sexy Saggy-Tits. Das ist halt wirklich das Material, aus dem Albträume gemacht sind. You gotta look beautiful for Mr. Krabs. You gotta look beautiful for Mr. Krabs. Während SpongeBob an seinen viel zu langen Brustwarzen zieht, sagt er muss gut aussehen für Mr. Krabs. Ach so, das ist deine Schnecke, Gary. Jetzt redet er gerade über Masturbation. Das sieht aus wie Thaddeus Haus. Da ist Patrit. Da unten aus seiner Haustür kommt so ein
rosa Ding. Ich. Das ist Thaddäus. Ja, und so viel zu dem Kanal. Also, wenn ihr, wie gesagt, einfach mal einen Horrortrip haben wollt und definitiv Albträume, dann schaut euch doch einfach diesen Kanal an, denn ich weiß es doch auch nicht, Leute. Es tut mir wirklich leid. Kommen wir zu Adam Diddy, ein weiterer Kanal, der mit Toiletten zu tun hat. Und zwar, meine Freunde, ist das ein Typ, der einfach Sachen im Klo runterspült, was nicht nur höchst unhygienisch und verdammt nochmal verkackt schlecht für die Umwelt ist, nein, sondern auch komplett useless. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie er Corn Pops in der Toilette herunterspült. Schatz, Mann, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Warum existiert sowas? Today we have some old corn. Was zum Teufel? Bro, warum? Ist es doch einfach. Das ist total egal, wie viele Corn Pops da drin sind. Das ist Lebensmittelverschwendung und schlecht für die Kanalisation. Warum tut man so etwas? Oh, Wunder. Oh, it's gonna be a single flusher. Sie lassen sich nicht hinunterspülen. Sie lassen sich hinunterspülen. Oh, that's a happy, happy flushy time. Ja, dazu noch diese seltsame Stimme von diesem seltsam wirkenden Menschen, der scheinbar schon über 18 ist. Wir können uns ja nochmal ganz kurz hier angucken, was sein weißgeklicktes Video ist. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Cookies und Sojasauce down the toilet. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie jemand Kekse und Sojasauce in der Toilette hinunterspült. Oh, hello everyone. My name is Gumby. I like oranges. Oopidoo, and I'm Perky. Also, ist das für Kinder gemacht? Weil er spricht ja Kinder an und die einzigen Menschen, die früher irgendwas im Klo runtergespült haben, aus Spaß, waren Kinder oder Besoffene. Also, das kann sich nur um Betrunkene oder Kinder richten. Do you count? Ja, okay. Da kommen die Kekse. Damn, die sehen so lecker aus. Wieso spült man sowas im Klo runter, Bruder? Goodness gracious me. Gut. Und als wäre das nicht genug, kommt jetzt obendrauf noch Sojasauce, weil, klar, Kekse lassen sich deutlich besser runterspülen, wenn man Sojasauce. Oh Mann, dieses Video lässt mich einfach an der Menschheit an sich zweifeln. Leute, wie konnte die Menschheit bis ins Jahr 2018 voranschreiten? Wie kann die Menschheit über mehrere Millionen Jahre überhaupt existieren in dieser Form, wenn es solche Leute auf dieser Erde gibt? Wie können wir uns immer noch nicht selber ausgelöscht haben? Wie kann es so weit gekommen sein? Ich verstehe es bis heute nicht. Okay. Round two, Buckaroo, for you. Ja, er hat ein bisschen gewartet und jetzt kommt oben drauf noch Sojasauce, natürlich, klar. Und jetzt spült er das im Klo runter. Okay, no, third time's a charm. Okay, Almost there. Almost there. There we go. Wie oft kommt es dazu, dass dein Klo im Monat verstopft ist, Bruder? Wie oft musst du einen Klempner zu dir rufen, dass deine Toilette... Das ist ein kanadischer Staatsbürger, dieser Typ. Der hat 37.000 Menschen, die sich gerne angucken, wie etwas im Klo runtergespült wird. Aber es geht noch deutlich schlimmer, meine Freunde. Und zwar haben wir einmal den Kanal Nopfiel. Das ist ein Typ, der einfach nur Knöpfe anfasst und diese bewertet. Und der sagt einfach nichts dazu, sondern sagt einfach nur no, no oder mhm, mhm. Also tatsächlich nur ein Kerl, der Knöpfe anfasst und versucht irgendwie festzumachen, wie sich dieser Knopf anfühlt. Ich würde sagen, wir schauen auf sein beliebtestes Video. Mit 381.000 Aufrufen schaut er sich einfach an, wie unglaublich schön sich dieser Knopf anfühlt. Mehr passiert nicht. Der Typ fasst Knöpfe an und macht dazu stöhnende Geräusche. Das ist nicht mal ein Review. Ich gebe es auf. Der Typ fasst einfach nur Knöpfe an. Der Knopf scheint ihm zu gefallen. Aha, interessant, danke. Weil das Wichtigste ja auch bei einem Endgerät ist, wie sich der Knopf anfühlt und nicht, wie die Qualität eventuell dabei ist. Ja, den mag er auch, den Knopf. Auch der Knopf gefällt ihm. Okay, der ist nicht so schön. Ja, der große Knopf, der scheint...
Der scheint toll zu sein, der Knopf. Oh. Oh, das ist auch ein toller Knopf. Ist ein super Knopf. Also wirklich, ich meine, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass Leute irgendeine seltsame Befriedigung aus Knöpfen erfahren. Ich will einfach nur hoffen, dass diese nicht sexueller Natur ist und dass der Typ nicht diese ganzen Knöpfe mit eventuell anderen Körperteilen noch berührt hat. Ja, und zu guter Letzt, meine Freunde, kommen wir zum schlimmsten Kanal von allen, den ich tatsächlich glaube, noch in diesem Video zeigen zu können, und zwar Fartmaster. Fartmaster ist ein Kanal, der sich nur um seine Fürze handelt und Farting... On, like the sir on a toilet, und das ist einfach nur ein Typ, der die ganze Zeit furzt. Also, wir schauen uns einfach mal ganz kurz Long Winded Fart von Fartmaster an, einen langen, windigen Furz. Fartmaster hat übrigens immer das gleiche an und diesen Rock und diese seltsame Unterhose auf dem Kopf. Ich geb's einfach auf mit der Menschheit, ich geb's auf. Was macht Trilux hier? Was macht Trilux? Lieber Trilux, kann es sein, dass du eventuell den einen oder anderen Fetisch hegst im Privaten, über den wir sprechen sollten? Ich meine, du schreib mich an, wenn du reden möchtest, Bruder. Das war's von diesem unglaublich wirden Video, meine Freunde. Ich entschuldige mich für die entstandenen Schäden bei euch und vor allen Dingen auch bei mir. Und Links zum Psychiatra sind in der Videobeschreibung. Auch die Links zu den Kanälen, falls euch das interessiert. Macht's gut.